Link hat's eilig und das ist einfach nur ein Tanzen. Ich kann es euch nicht sagen, aber wir kommen zurück zu Legend of Zelda und im Minish Cap. Im letzten Mal haben wir einen Ring bekommen, mit dem wir klettern können. Aua. Und leider habe ich jetzt genau die Anzahl an Leben, damit es anfängt zu piepen. Piep, 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 piep. Und das ist super nervig. Oh, cool. Sehr cool. Ein Gegner. Kann er bitte sterben? Wegen dir habe ich jetzt... Alter, ich bin fast tot. Leute, ich sag's, wie es ist. Ich bin fast tot. Boah, und die Rocks helfen mir nicht. Hier ist safe noch einer irgendwo. Nein? War das jetzt der letzte? Okay. Ja. Hier können wir leider nicht durch. Also gehen wir einfach hier lang und hoffentlich kommen wir heute zum zweiten Dungeon. Hi, Kumpel. Ich bin der Eremit vom Gongolberg. Ich habe der Welt entsagt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind und dennoch bist du hier. Wegen deines Mutes möchte ich dich etwas lehren, mein Kleiner. Auf dem Weg nach hier oben ist dir vielleicht eine verdächtige Sosswand aufgefallen. Probier es doch mal mit Bomben. Hä? Rubine? Okay, auf dem Weg nach hier oben. Eine verdächtige Wand aufgefallen. Probier es doch mal mit Bomben. Bro, diesen Tipp hätte man ganz unten gebrauchen können. Sonst hast du nichts zu sagen? Willst du mir keinen Tipp geben? Gar nichts? Nicht irgendwie, es ist dangerous to go alone, hier nimm das, nichts, gar nichts. Aber wie meinte er das denn jetzt? Kann ich das jetzt hier wirklich wegsprengen? Bin fast tot, ich will jetzt keinen Fehler mehr machen. Oh Gott, da kommen richtig viele auf mich zu. Nicht sterben, nicht sterben, Mann. Nee, ich habe keine Ahnung, was er meint. Welche Höhle könnte er gemeint haben? Die sprengen soll. Wo ist denn hier irgendwas? Hier, was ist das ja eigentlich? Ist nichts. Also rechts waren wir. Rechts konnten wir irgendwie weiter. Meint er das hier? Oder was? Hier war nichts. Hier ist auch immer noch nichts. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier Wasser mitnehmen. Auch nicht. Doch, du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Okay. Aber wo brauche ich denn jetzt Wasser? Eigentlich nirgendwo. Hm, wo soll ich lang? Ich glaube, ich gehe mal den Weg nach ganz unten lang. Ich gucke mich nochmal überall um. Jetzt bin ich komplett im Kreis gerannt. Ich habe echt absolut keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, wo zur Hölle ich jetzt lang soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich guck das nach. Also, hier ist doch richtig. Ich hab das nicht gewusst, aber meine lustige Idee mit einfach vandalieren, hier Bomben reinspeisen, ist gar nicht mal so verkehrt, weil tatsächlich kann man mit R die Bomben in die Hand nehmen und dann reinwerfen und dann passiert was. Keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Fragt mich nicht. Finde ich ein bisschen seltsam. Fee. Wow. Warum bist du so hyperrealistisch für einen Game Boy Advance? Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen? Oder diese silberne Bombe? Weder noch? Das war eine stinknormale Bombe, Mann. Du bist sehr ehrlich. Deshalb werde ich dir helfen. Großbombentasche. Jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Warte, das war's. Hier geht's gleich weiter. Mögest du erfolgreich sein. Danke. 30 Bomben ist viel, aber... Hast du noch irgendwas anderes für mich? Nein. Ich bin immer noch fast tot. Verdammt, ich muss weiter nachschauen. Hier drüben, bei diesem Regengebiet, wo ich gesagt habe, wahrscheinlich ist das hier ein Rückweg, hier kommen wir gar nicht lang, weil sich dieser Stein einfach nicht bewegen lassen wollte. Lag ich falsch? Hier geht unser Abenteuer nämlich weiter. Habe ich mittlerweile herausgefunden. Und zwar, ja, alles, was man irgendwie hin und her schieben kann, wird wahrscheinlich auch richtig sein. Also wenn man es verschieben kann, ist es wahrscheinlich richtig verschiebt. Und zwar, so wie wir es hatten, war eigentlich alles richtig. Nur habe ich mir gedacht, ja, okay, den kann ich nicht verschieben, dann geht's gar nicht. Aus irgendeinem dummen Grund haben die so programmiert, dass man das nur an der Seite schieben kann. Fragt mich bitte nicht, wie... Warum, wieso, weshalb? Ich habe absolut keine Ahnung. Scheinbar kann man hier aber auch keine Abkürzung stellen.
Nee, geht gar nicht. Ist einfach nur so Deko, gefühlt. Aber immerhin kommen wir jetzt weiter auf unser Abenteuer und ich hoffe wirklich sehr, dass wir heute noch den zweiten Dungeon erreichen. Auf der Karte können wir den ja auch schon sehen, wenn wir hier rüber gehen. Hier. Ja. Höhle, Höhle und dann sind wir da. Sollte zumindest so funktionieren, wenn alles richtig klappt. Und der Typ, den ignoriere ich jetzt einfach. Der droppt sowieso wahrscheinlich kein Herz. Wow. Okay. Drop ein Herz. Drop gar nichts. Gib mir ein Herz, ich brauch's dringend. Hallo. Ein Herz. Alter, drop gar nichts. Okay, dann mal Abmarsch nach drüben. So, was? Was? Und jetzt? Wo bin ich jetzt? Weiter. Ja, Leute, mein erster Game Over. Ich habe so viel gestruggelt, damit ich nicht von diesen Felsen überall getroffen werde. Und trotzdem sterbe ich. Das Spiel soll einfacher sein als Skyward Sword. Skyward Sword bin ich nicht einmal Game Over gegangen. Okay, bis gleich. Also ich muss echt sagen, das ist wirklich so ein Spiel, als Kind hätte ich das nicht gemocht, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt schon Probleme habe mit manchen Rätseln. Ach komm. Ja. Aber ganz ehrlich, wie komme ich denn da rüber? Ja, muss erstmal gucken und schauen, dass du das hier alles wegkriegst. Komm, bitte ein Herz. Weil wir sind jetzt schon wieder low. Ich habe jetzt schon wieder die Hälfte meiner Leben verloren, tatsächlich. Weil den ganzen Weg von ganz unten bis nach ganz oben ist halt echt nicht einfach, du. Auch ziemlich nervig. Ich meine, zumindest droppen die ein bisschen Geld, aber ist nicht, was ich brauche. Habt ihr irgendwas Cooles? Irgendwas? Komm, komm raus da. Nein. Ist hier irgendwas Cooles drin? Bitte. Irgendwas. Irgendwas Cooles, Mann! Keine Bomben! Oh! Die droppen nur Bomben. Was soll denn das? Herz! Let's go! Bombe drauf werfen? Tatsache! Oh! Okay! Hat funktioniert. Immerhin. Was anderes haben wir jetzt nicht eingefangen. Ich habe gedacht, irgendwie fehlt jetzt vielleicht ein Item oder so. Das wäre jetzt noch gewesen, den ganzen Weg nochmal zurück, weil mir ein Item fehlt. Oh Gott. Bin gespannt, wie das Spiel noch weitergeht. Aber ich muss ehrlich sagen, der Gongolberg gefällt mir nicht. Ich war anfangs so, ha, hey, guck mal, ist viel Mario Luigi, ist ganz cool. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe bisher nur Probleme hier an dem Berg. Vielleicht wird der Dungeon besser. Aber dazu muss ich jetzt mit dahin kommen. Warum hat die Säule ein Gesicht? Das macht mir ein bisschen Angst. Aber okay. Der cool-looking Stein. Der muss da hingeschoben werden. Hier ist dieses Pokémon da. Den Namen hat er gerade vergessen. Da ist einfach dieses Pokémon. Ist der Körper davon? Dann kommt da gleich die Seele raus. Okay, den schieben wir einfach nur weg. Einfach nur auf die Nase drücken. Und dann geht er weg. Kiste. Ich will in die Kiste rankommen. Irgendeiner muss sich da bewegen können. Verdammt. Ja, dann muss ich erstmal den unteren, den oberen oder so. Oder? Kann das sein? Warte mal. Doch, 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 doch. Das kriegen wir hin. Ich glaube, das ist möglich. Wir schieben erstmal den unteren. Dann schieben wir den nach oben. Dann... Ja, sind wir durch. Okay. Nicht kompliziert. Sieht nur kompliziert aus. Und wir kriegen ein Glücksfragment. Von der haben wir jetzt wirklich schon einige, ne? Wir müssen uns das mal anschauen hier. Drei von denen. Zwei von den anderen. Wir können uns neue Sachen eigentlich machen damit, ne? Weiß nicht genau was, aber... Ja. Können wir auf jeden Fall machen. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast da. Kann das sein? Ja. Das sollten wir auf jeden Fall. Ding. Dann, was kommt denn hier jetzt noch? Kurz ein Labyrinth oder was? Oh, wie sieht das hier sich bewegt? Das sieht cool aus. Ich mag sowas bei alten GBA-Spielen, wenn die irgendwas Innovatives oder halt irgendwas Cooles machen mit ihren 3D-Effekten, obwohl es halt ne, keine 3D-Konsole ist. Eigentlich eher gedacht für 2D-Spiele, aber es gibt viele 3D-Spiele auf dem GBA. Ob das kommt oder nicht. Sehr viele.
Sind nicht alle gut? Hm? Melters Mine. Und die Musik ist einfach die Minish-Stadt. Seid ihr Minish? Eisenerz, ich komm nach dir. Eisenerz, dich finde ich hier. Okay, die graben hier, sind am Minecraften, okay. Eisenerz, ich grab ganz flott. Eisenerz, geht nur nicht fort. Okay, ja, ein bisschen Eisen kann nicht schaden. Dies ist die Mine von Melter und seinen 7 Schülern. Bist du hier, um dein Schwert reparieren zu lassen? Unser Chef ist ganz unten. Okay, was gibt's hier? Hier schlaft ihr. Hier kann man sich noch ein bisschen Wasser holen, glaube ich. Kann ich auch ein bisschen hinlegen, ein bisschen schlagen? Eure Bettdecken wegziehen. Nee, ich glaube, hier kann ich nichts machen. Vielleicht ist das später jemand. Ich habe keine Ahnung. Huh, hier sind noch mehr von diesen Zimmern. Aha. Ja, ist ganz nett dekoriert, aber irgendwie befindet sich hier nichts drin. Nichts zum Einsammeln, niemand zum Reden. Hallo, du da! Eisenerz! Ach, Eisenerz! Da ist es, das herrliche Eisenerz! Okay, ich weiß, ihr liebt Eisen. Braucht ein bisschen Eisenblut, du. Das sieht ja aus, als könnte man hier Wasser auffüllen, das Schwert drauflegen, dann verbessert sich das. Aber nee. Nee, nee, das geht hier nicht. Soll ich da durch? Wenn du hier hinausgehst, gelangst du zu einer Mine, die von Menschen geschaffen wurde. Aber ohne Erlaubnis vom Chef kann ich dich hier nicht durchlassen. Aber ich bin doch ein Mensch. Ich sollte doch durch können, oder nicht? Bist du der Chef? Na, grüne Kleidung und komische Mütze. Du musst ein Mensch sein. Hab's am Ältesten im Wald gehört. Ich heiße Melter und bin hier der Chef. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden, um die Prinzessin von dem Fluch zu befreien, nicht wahr? Das Schwert der Minish kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Gib mir das zerbrochene Schwert der Minish. Ich helfe die Prinzessin gerne. Ich werde das Schwert erneuern, damit es zum heiligen Schwert werden kann. Okay, danke, Mann. Hier, das ist das kaputte Schwert. Boah, was hast du denn damit gemacht? Na, es wird auf jeden Fall eine Weile dauern, bis es fertig ist. Geh inzwischen das Element suchen. Hier in der Nähe befindet sich eine Mine. Sie wurde vor langer Zeit von den Menschen geschaffen. Gut, dann wollen wir mal mit der Arbeit anfangen. Hey, gut, Mike. Die schaffen das auch ohne uns. Wir sollen inzwischen nach dem Element. Was ist klar? Wir haben keine Zeit. Los, such dir den Element. Okay. Was sagt ihr dazu? Yay, Eisenerz, Spiel, Schwerter, yay. Eisenerz, Elemine, Schwerter, wuhu, juhu. Okay, die singen einfach nur wieder. Ja, komm später wieder. Okay, dann können wir jetzt auf zum Dungeon. Hab ich recht? Was, du bist der Mine? Nein, wenn du die Erlebnis vom Chef hast. Bitte schön, aber pass auf dich auf. Dududum. Yay. Gongolberg. Was ist das denn wieder? Kannst du hier kaputt machen? Jum. Hier ist eine Abkürzung. Oh, ja, ich weiß, wo wir sind. Träger der heiligen Macht des Windes Flügel mögen nun auch dich tragen. Ah, schon wieder so einmal. Ich frage mich jedes Mal, wie ich sowas sehe. Okay, wie du meinst. Schaut euch das an. Hier wird's wohl brennend heiß sein, in der Höhle der Flammen. Der zweite Dungeon. Hier drin ist es noch heißer. Lass uns schnell das Element finden. An diesen herrlichen Ort verlassen. Los geht's, zacki zacki. Okay. Oh, Herzen. Herzen. Hier sind richtig viele Herzen. Oder sind die gescriptet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr schön. Das ist alles so gridmäßig aufgebaut, ne? Hier bitte raus? Hallo? Nö. Darf ich nicht lang. Darf ich nicht. Was zum... Bob-Oms? Warum gibt's hier Bob-Oms? Was zum Teufel? Einfach so ein Mario-Gegner. Aber okay, gut, er sieht ein bisschen anders aus. Es könnte ja auch was anderes sein. Aber ich meine, gut, die haben ja die Erlaubnis. Ist ja eigene Firma. Nintendo hat ja Zelda und Mario, deshalb können sie es sich erlauben. Aber trotzdem viel lustig. Ja, das sind Stachis. Hör, was zum... Die bewegen sich ja wirklich wie Stachis. Ein blauer Panzer einfach. Hilfe. Aber ich bin nicht Nummer 1, Leute. Ich bin nicht Nummer 1. Bin einmal gestorben. Kann nicht Nummer 1 sein. Denke damals, dann nützt das Schwert nichts. Dann muss ich umdrehen. Wie drehe ich ihn um? Das funktioniert nicht. Boah, hier geht's sehr tief nach unten. Okay, warte mal. Bomben vielleicht? Magst du keine Bomben? Hier? Bomben? Los so. Bomben ein bisschen spam. Aua, aua. Will ich selber reinlaufen ein bisschen? Aua. Bleib da, bleib da, bleib da. Ah, den einen habe ich bekommen. Ja, man muss ihn mit Bomben treffen. Muss ihn anlocken. Und dann. Yes.
Da kriegen wir eine riesige Monster-Chest mit dem einen Kompass. Okay, der Kompass, was sagt er nochmal? Ah, mit dem sehe ich alle Kisten. Boah, schau mal, wie viele Kisten hier sind. Wir werden reich. Da werden wir ja noch reich, du. Krass, also das wird auf jeden Fall ein riesiger Dungeon. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich tue es alle mal. Und... Was bist du denn für einer? Hilfe, was hat er vor? Da hat so ein Rubin an sich dran. Das ist eine Falle. Okay, aber hat mich nicht erwischt. Hehe, bleib mir doch nicht von sowas Billigem erwischen. Keine billigen Tricks hier bei mir. Kann ich das hier wegschieben jetzt? Ja, nett. Okay. Oh, wenn wir mit einer Lore gleich fahren. Oh, das wäre cool, mit so einem Minecart zu fahren. Alter. Blöde Bombe. Mich fast gekillt, du. Alter, Alter. Man spielt nicht mit Bomben rum, Leute. Damit spielt man nicht. Nein, er spielt nicht mehr. Oh, ein Herz. Ich brauche immer so lange, um ihre Sachen zu droppen. Ich mag das nicht. Dropp schneller. Okay, das ist ein Schalter. Wir werden bestimmt mit der Lore fahren. Ohne Witz. Das wird richtig cool, Mann. Darauf habe ich Lust. Hey, du da. Dich mach ich fertig. Damit haben sich die Menschen in der Mine fortbewegt. Vielleicht sollten wir einfach mal einsteigen. Was ist denn das etwa? Angst? Ach nein, das glaube ich nicht. Da gibt es doch nichts zu fürchten. Ha, bloß jetzt! Okay, wie du meinst. Da kann ich nicht lang. Ich hab keinen Schlüssel. Okay, dann let's go! Ah! Warum ist das so schnell? Boah. Ups, war ich nicht. Was heißt denn? Das da eben? In was guckst du denn so zufrieden? Menschenfahrzeuge sind einfach nichts für mich. Da laufe ich lieber selbst. Okay. Hier werden wir gleich klein, habe ich das Gefühl. Das sind so kleine Öffnungen. Eventuell. Ist das dann wirklich so? Komm her. Bam. Kannst du mir nichts tun. Oh, hier brauchen wir Bomben am Eingang. Okay. Und. Oh yeah. Ja, so also ein bisschen. Oh Gott, eher. Gott, was geht denn hier ab? Bisher ist der Dungeon cool. Ich freue mich auf jeden Fall noch auf weitere Passagen mit den Minecarts und den Loren. Das wird richtig cool. Bam. Verdammt. Hat nicht geklappt. Da mache ich ihn einfach altmodisch kaputt. Und wir kriegen dafür ein Portal. Na sowas, hier ist ein Portal verborgen. Wenn ich dich schrumpfen lassen soll, stell ich da mal drauf. Ja, mach doch mal. Zeig mir, wie das aussieht hier. Sind jetzt Steine, landen wir jetzt auf Steinen drauf. Hä? Wird einfach geskippt. Gibt's da keine Animation für? Das ist aber echt traurig. Und ja, man wird hier in diesem Dungeon klein. Wurde man im ersten Dungeon, soweit ich weiß nicht. Das ist halt nur die Frage, wo muss ich lang? Ist Ron überhaupt schneller? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Ein Herzteil. Ich will das haben. Hä? Ich kann es gar nicht aufsammeln, wenn ich klein bin. Okay. Blöd. Kann ich da rein? Nee, natürlich nicht. Was ist denn hier unten? Riesige Kiste? Boah, hier ist aber so neblig, Mann. Gibt's hier irgendwas, was ich machen kann? Nee? Kann ich hier vielleicht lang? Ich werde das mir ein bisschen schon mal anschauen für die nächste Folge. Aber ich gehe hier runter. Hier brennt alles. Komm, lass uns schnell wieder groß werden. Rip. Aua. Okay, hier brennt es auf dem Boden. Aber wenn ich mich auch so sehr verletze, geht zumindest weg. Das ist mir nett. Ja, ich hole mir auf jeden Fall erstmal das Item hier. Warum nicht? Wir kriegen die Dungeon-Karte. Das zeigt mir die Räume an, oder? War das richtig? Ja, das zeigt mir die Räume an. Okay, oben haben wir alles. Aha. Okay, Leute. Dann. Lass mich doch mal. Kann ich hier rüber? Wow, ja, ich kann hier rüber, aber es bricht alles zusammen. Alles wert für ein Glücksfragment. Oha, das sieht heiß aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Hm. Da hast du wohl recht. Oh Gott. Hier muss ich erstmal alles. Oh, nicht runterfallen. Erstmal alles wegschubsen. Okay, okay, los, 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 los. Und jetzt rüber. Boah. Was zum. Die wollen nicht ernsthaft. Also.
in der Tomatensauce her? Aber... Das kann doch nicht... Was?